Ich heiße euch willkommen zu unserem monatlichen Update. Den Monat Mai haben wir in wenigen Stunden überschritten. Deswegen blicken wir einmal zurück. Was hat sich im Monat Mai bei Microsoft Teams alles so verändert? Es gibt einiges an Neuerungen, mehr als 10 an der Zahl. Es gibt allerdings auch wieder Verschiebungen. Eine Neuerung ist gänzlich verschwunden und wir haben auch eine Neuerung, die für mich schon eine ziemlich große Katastrophe ist. Auf die gehen wir aber ein bisschen später ein. Fangen wir erstmal an mit den positiven und halbpositiven Neuerungen für diesen Monat. Den Beginn machen wir im Bereich Emojis, denn bei diesem User ist das jetzt nicht der Fall. Wenn ich auf die Emojis gehe, haben wir hier immer noch die alten Emojis. Anders sieht es allerdings aus bei der Petra. Die ist auf demselben Tenant wie ich. Und wenn wir jetzt hier in die Unterhaltung gehen, sehen wir auch schon, dass sie die neuen Emojis hat. Diese Emojis greifen auch als Reaktion nicht nur hier im Chat, sondern auch in den Besprechungen. Wieso, weshalb, warum ist das jetzt passiert? Microsoft hat im Mai mit dem Rollout begonnen. Allerdings vor wenigen Tagen wurde dieser Rollout gestoppt und wird jetzt neu gestartet. Heißt, es gibt User in eurem Tenant, die schon auf diese neuen Reaktionen und auch die neuen Emojis zugreifen können. Es gibt aber auch User, so wie es jetzt bei mir der Fall ist, die noch nicht darauf zugreifen können. Heißt im Endeffekt, wir müssen uns hier noch ein wenig gedulden, bis das Ganze wirklich nochmal neu gestartet wird, global ausgerollt wird. Je nachdem, ob ihr schon an der Reihe seid, denn das Ganze wird mandantengerecht ausgerollt, könnte es sein, dass ihr sie nutzen könnt oder nicht. Heißt im Endeffekt, wenn ihr sie nutzen könnt, euer Kollege nicht, sieht er eure Reaktion. Allerdings nach dem alten Muster, so wie es jetzt bei mir der Fall ist. Andersrum, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Emoji platziere, sieht Petra bei sich schon die neue Reaktion. Schauen wir mal, wie lange das dauert. Microsoft hat einen Neustart versprochen. Kann sich nur um Tage oder Wochen handeln. Gehen wir einmal weiter. Und zwar, wenn ich jetzt hier unten eine Applikation einem Team oder einem Chat zuordne, ist es jetzt auch so, einige Applikationen müssen eingestellt und konfiguriert werden. Diese Konfigurationen und Einstellungen werden gespeichert. Heißt, wenn ich dann in ein anderes Team gehe, wo diese Applikation, gut, hier stehen sie jetzt zur Verfügung, würden sie hier nicht zur Verfügung stehen und ich füge sie hier hinzu, dann werden die Einstellungen und Konfigurationen übernommen. Heißt für uns, es wird deutlich einfacher und komfortabler, Applikationen, die wir schon mal genutzt haben, in einem Chat oder in einem Team, in andere Chats und Teams zu überführen. Gerade für diejenigen, die mal so ein Jahr zurückblicken, Forms war schon eine kleine Katastrophe, das alles einzurichten und zur Verfügung zu stellen, sollte in der Zukunft nicht mehr so häufig passieren. Dann gibt es eine Wartung für folgende Einstellung. Und zwar, wenn ich jetzt hier in die Einstellungen gehe, Benachrichtigungen haben wir hier die Aktivitäten über verpasste Ereignisse. Diese befinden sich noch bis zum 17. Juni in einer Wartung. Heißt, für alle diejenigen, die es nutzen, so wie ich, könnte es unter Umständen sein, dass wir diese Mails verspätet bekommen oder doppelt. Von daher, wenn euch da in den nächsten Tagen die ein oder andere Mail nicht erreicht, zu spät kommt oder vielleicht doppelt kommt, das liegt an der Wartung, wird sich noch bis Mitte Juni hinziehen. Danach sollte es beendet sein. Und wir sollten im normalen Tonus, den wir hier definiert haben, unsere Benachrichtigung und Erwähnung per Mail zugesendet bekommen. Dann haben wir in den Einstellungen auch noch eine schicke Neuerung bekommen. Wenn wir jetzt auf die Dateien gehen, dann sehen wir Folgendes. Ich musste jetzt allerdings den Teams-Client, falls ihr es gesehen habt, neu starten, denn dieses Fenster war eben nicht zu sehen. Es ist möglich, jetzt einen Pfad einzustellen, wo sämtliche Downloads hingespeichert werden sollen. Ich kann auch einstellen, dass vor jedem Download gefragt werden soll, wo die Datei landen soll. Sehr schöne Änderung. So wie bei jedem Webbrowser auch, können wir jetzt hier quasi den Download-Pfad einstellen, einrichten
und die Dateien dort platzieren, wo wir sie gerne hätten. Wunderbare Neuerung. Dann gibt es eine positive Erwähnung für alle Mac-User, denn bislang war es ja so, dass nur die Windows-User zwischen der Preview und der wirklichen finalen Teams-Version hin und her wechseln konnten. Jetzt ist es auch so, Mac-User dürfen das mittlerweile auch. Wenn wir also im Admin Center das konfigurieren, dass auch Mac-User in diesen Update-Ring enthalten sind, dann sollten sie jetzt auch die Möglichkeit haben, in die Preview zu wechseln und auch aus der Preview heraus. Ich habe leider kein Mac, deswegen kann ich das noch nicht bestätigen, aber glauben wir einfach Microsoft mal und die Mac-User unter euch dürfen das, wenn ihr in diesem Ring seid, gerne auch in den Kommentaren mitteilen, ob das Ganze passt oder nicht. Dann haben wir eine neue Neuerung bekommen. Dafür springe ich einmal in die Anrufe und hier in die Kontakte. Ich habe euch jetzt mal die Namen ausgeblendet und auch die Telefonnummern. Ihr müsst nicht unbedingt wissen, welche Kontakte ich hier drin habe, aber die Kontakte, die wir in Outlook in unserem Account hinterlegt haben, werden jetzt auch synchronisiert Richtung Microsoft Teams. Sehr schöne Neuerung, sehr schöne Änderung. Wenn ihr mit den Personen eventuell schon in Teams in Verbindung steht, könnt ihr auch direkt mit ihnen chatten. Ansonsten könnt ihr auch mit denen telefonieren. Generell habt ihr dann aber auch die Kontakte jetzt hier bei den Anrufen. Kontakte, sehr schöne Neuerung, sehr schöne Anpassung. Und für diejenigen, die viel mit externen Kontakten arbeiten, die werden sich sicherlich freuen. Springen wir nun als nächstes einmal in den Bereich Besprechungen. Ich habe hier schon mal etwas vorbereitet und wir starten zunächst einmal mit der neuen Umfrage-App. Es ist im Endeffekt Microsoft Forms, aber wir sehen hier, das Ganze heißt Umfragen. Wenn wir die App hinzufügen möchten, heißt es hier immer noch Forms. Nachdem ihr sie hinzugefügt habt, heißt sie Umfragen. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann auf den ersten Blick sieht es nicht wirklich verändert aus. Allerdings, wenn ich einmal eine neue Umfrage starte, sehen wir hier unten auch schon verschiedene Vorschläge, die uns unterbreitet werden. Und nochmal anders sieht es aus, das werde ich jetzt auch nochmal eben schnell simulieren, wenn wir eine komplett neue Besprechung starten. In dieser neuen Besprechung fügen wir jetzt einfach die Forms-App nochmal hinzu, speichern das Ganze ab. Und nun bekommen wir jetzt hier in der rechten Zeile auch muntere Vorschläge, wo wir dann quasi fertige Templates direkt nutzen können. Kleiner Nachteil ist, das Ganze ist hier aktuell noch auf Englisch. Aber wenn euch hier zum Beispiel das Ganze gefällt, können wir das natürlich auswählen, den Entwurf speichern. Und bevor wir das Ganze versenden, können wir es natürlich noch bearbeiten und uns quasi dieses Template zu nutzen machen. Wir sparen dadurch wieder etwas an Zeit. Wirklich interessant und relevant wird es jetzt gerade für unseren deutschsprachigen Raum, wenn das auch komplett übersetzt wird. Da sind wir allerdings immer so ein bisschen hinten an, bis das Ganze auch wirklich deutschsprachig zur Verfügung steht. Aber auch hier können wir jetzt immer ein Auge auf diese App haben, denn früher oder später wird das Ganze auch in Deutsch übersetzt und dann können wir uns diesen kleinen Aufwand, den wir hier haben, sparen. Da die nächsten beiden Neuerungen leider in der Aufnahme nicht funktioniert haben, springen wir jetzt zu einer Neuerung weiter, die definitiv funktioniert. Dafür nehme ich mir jetzt hier einfach mal eine Besprechungseinladung zur Hilfe, denn Microsoft nennt es Teams Desktop Client Cross Cloud anonyme Besprechung beitreten. Da gibt es jetzt ein paar Änderungen. Denn hier unten, diesen Link könnte ich jetzt einmal kopieren. Ich kann zwar deaktivieren, dass diese Besprechung nicht weitergeleitet werden kann. Ich kann auch im Tenant ein paar Anpassungen vornehmen, dass eine Besprechung nicht anonym gestartet werden kann. Nichtsdestotrotz, wir öffnen einfach mal einen privaten Browser, fügen dort den Link ein und versuchen mal an dieser Besprechung
anonym teilzunehmen. Sagen jetzt erst einmal, alles soll möglich sein. Geben hier irgendeinen Namen ein, sagen jetzt teilnehmen und dann könnten wir theoretisch in diese Besprechung gelangen. Ich habe jetzt bei mir im Tenant auch nochmal geschaut, dass der anonyme Beitritt überall deaktiviert ist, auch in Outlook. Wenn ich alles Mögliche deaktiviere, funktioniert das dennoch. Ja, der User landet immer noch im Wartebereich, aber durch diese Neuerung scheint all das, was ich konfiguriert zu haben glaubte, nicht mehr funktioniert. Und das ist schon so ein kleines Problem, denn wenn ich entschieden habe, dass keine anonymen Benutzer an meiner Besprechung teilnehmen dürfen, möchte ich natürlich auch, dass das vernünftig funktioniert. Bislang hat es das. Jetzt scheint es allerdings so, als wenn diese Möglichkeit, sei es jetzt auch nur temporär, besteht, wenn ihr euch da nicht sicher seid, ob euer Tenant sauber konfiguriert ist und ihr definitiv nicht möchtet, dass anonyme User einer Besprechung teilnehmen können, testet das lieber noch einmal durch. Schaut, ob das Ganze bei euch möglich ist. Schaut, ob die Einstellungen alle deaktiviert wurden, denn das ist schon ein kleineres Problem. Kommen wir jetzt allerdings zu einem deutlich größeren Problem. Ich springe einmal in den App Store. Bei mir sind prinzipiell alle Apps in diesem Tenant zumindest freigeschaltet, abgesehen von der ein oder anderen App. Und da kommen wir schon zum nächsten Problem. Denn zum Beispiel diese App ist bei mir komplett geblockt. Es ist jetzt aber möglich, dass geblockte Apps dennoch im App Store angezeigt werden können. Und wenn ich jetzt als User hier drauf gehe, könnte ich der Administration eine Genehmigungsanforderung für diese App senden. Das ist schon ein etwas größeres Problem. Jetzt nicht unbedingt datenschutzrechtlich oder lizenzrechtlich, denn dafür springen wir jetzt einmal in das Admin Center von Microsoft Teams. Wie ihr hier seht, wir haben 1544 Applikationen. Diese Applikationen, selbst wenn sie gesperrt sind, hier sehen wir es auch nochmal, die User haben jetzt die Möglichkeit, diese Applikationen alle im Teams App Store zu sehen und selbst wenn sie gesperrt sind, haben unsere User alle auch die Möglichkeit, diese Apps anzufordern. In meinen Augen ganz, ganz großes Problem. Wenn ich da vielleicht ein bisschen zu streng bin, könnt ihr das ja auch gerne mal in den Kommentaren sagen. Denn allein aus Change- und Adoption-Gründen wird es jetzt sehr schwierig sein, den Usern zu erklären, wieso, weshalb, warum wir mehr als 1500 Applikationen sperren. Vorher, all das, was wir gesperrt haben, haben die User nicht gesehen. Jetzt ist es allerdings so, die User sehen alle Applikationen, ob gesperrt oder nicht gesperrt. Wenn sie nicht gesperrt sind, können diese natürlich ohne weiteres hinzugefügt werden. Wenn sie allerdings gesperrt sind, sehen die User diese Applikationen und können eine Genehmigung starten. Und wie gesagt, aus Change- und Adoption-Gründen ist das ein ganz großes Problem in meinen Augen, weil mehr als 1500 Apps ist gewaltig und den Usern zu erklären mit Vernunft und auch mit Logik, wieso potenziell 99% aller Apps gesperrt sind, könnte ein bisschen schwierig werden. Und wie gesagt, selbst wenn ihr alles geblockt habt, alles deaktiviert habt, haben die User die Möglichkeit, diese Applikation zu sehen, anzufordern, um eine Genehmigung zu bitten. Und das ist schon in meinen Augen eine mittlere Katastrophe. Ich habe das allerdings auch erst vor ein paar Stunden wirklich realisiert und gesehen. Eventuell gibt es die Möglichkeit, das auch noch gänzlich zu sperren. Ich habe es allerdings auch noch mal auf anderen Produktiv-Tenants quergecheckt. Ich habe es auch bei anderen Kunden-Tenants quergecheckt. Dort ist es überall so, bei einem Kunden-Tenant. Da sind aktuell nur 10 Applikationen wirklich freigegeben und allein in diesem Feld sieht man 20 weitere Applikationen, alle dann hier mit einem Schloss versehen. Es ist wirklich
nicht schön und in meinen Augen auch mit die schlimmste Neuerung, die wir in den letzten Jahren, seitdem wir Teams überhaupt haben, bekommen haben. Ich hoffe, das Ganze ist nur eine temporäre Geschichte, wird so schnell wie möglich deaktiviert, weil wenn das wirklich so gewollt ist und langfristig besteht, ist das schon nicht ganz so schön. Okay, springen wir einmal weiter in den letzten Part und das ist das Admin Center, denn hier ist auch wieder ein bisschen was neu dazugekommen. Und das erste sind benutzerdefinierte Banner für Notrufe. Da können wir jetzt quasi in den Notfallrichtlinien, die habe ich vorhin nochmal erstellt. Wenn wir jetzt hier reingehen, können wir das Ganze beschreiben. Wir können ein paar Hinweise hinterlegen und diese Notfallbanner auch als Push-Nachricht quasi benutzerdefiniert und gebrandet raussenden an die entsprechenden User. Wenn ihr diese Teams-Telefonie noch nicht wirklich nutzt, greift das für euch überhaupt nicht, hat euch nicht zu interessieren. Aber wenn ihr die Telefonie nutzt und dort eventuell nochmal so einen Haftungsausschuss hinterlegen möchtet, um euch da abzusichern, um dann auch zu sagen, User, spiel da bitte nicht drin rum. Hier hast du den Haftungsausschuss, du bist für alles selber verantwortlich. Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, das Ganze freizugeben und zu versenden. Dann, was ich euch eigentlich in den Meetings zeigen wollte, war der Vollzugriff auf Chats. Dafür gehen wir einmal in die Nachrichtenrichtlinien und scrollen ganz nach unten. Hier haben wir jetzt nämlich die Chat-Berechtigungsrolle, volle Berechtigung. Und damit haben wir auch die Möglichkeit, den Benutzern eine volle Berechtigung zu geben, jede Nachricht zu löschen. Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr das jetzt einstellen. Standardmäßig ist das Ganze hier auf ausgestellt. Ich hatte es vorher einmal eingeschaltet. In den Besprechungen hat es funktioniert. Im Chat hat es funktioniert. Jetzt bei der Aufnahme, ja, hat es leider nicht funktioniert. Deswegen konnte ich es euch nicht zeigen. Aber diese Möglichkeit besteht jetzt, ist wahrscheinlich auch mit einer längeren Wartezeit verbunden, bis das Ganze greift und funktioniert. Wichtig, worüber ihr nachdenken solltet, das natürlich nicht so wie ich hier in der globalen Richtlinie zu machen, sondern eine neue Richtlinie zu erstellen, wo man dann eventuell so eine Art, ja, Aufsichtsperson zum Chat definiert. Und diese Aufsichtspersonen haben dann die Möglichkeit, wenn dann eventuell unangemessene Nachrichten oder irgendwas im Chat landen, soll es ergeben, dass sie dann auch die Möglichkeit haben, diese komplett zu löschen. Und damit sind wir auch schon bei der, ja, es ist keine richtige Neuerung, es ist eine Ankündigung, denn dafür springen wir einmal ins Microsoft 365 Admin Center und hier gehen wir jetzt in den Bereich Lizenzen, denn das Nachfolgende muss unbedingt bis zum 29. Juli gemacht werden, also es gibt da noch ein bisschen Zeit und das ist diese Lizenz. Diese Lizenz wird nach dem 29. Juli abgeschaltet, wird nicht mehr funktionieren. Also wenn ihr noch User unterwegs habt, die mit Microsoft kostenlos Lizenz, sage ich einfach mal, unterwegs sind, solltet ihr diese tunlichst so schnell wie möglich umstellen. Denn wie gesagt, nach dem 29. Juli soll das Ganze nicht mehr funktionieren. Und Microsoft Teams muss dann auch über ein kostenpflichtiges Abonnement genutzt werden. Soweit die Neuerungen. Es gibt viele schöne Neuerungen, die hinzugekommen sind. Allerdings auch zwei Neuerungen, die wirklich sehr bitter und sehr böse sind. Von daher ist dieser Monat sehr gemischt. Leider dadurch, dass in meinen Augen diese beiden letzten Neuerungen schon ziemlich bitter und ziemlich übel sind, hat das Ganze im Monat Mai einen sehr negativen Beigeschmack. Um euch allerdings auch nochmal die Verspätung und Verschiebung zu präsentieren, springen wir jetzt noch einmal in die letzte Folie und ich zeige euch, auf welche Neuerung ihr eventuell noch ein bisschen warten müsst. Und da haben wir sie auch schon. Wir haben vier Verspätungen, die uns jetzt bis Mai angekündigt waren. Darunter einmal die Rolle des Mitorganisators von Besprechungen. Diese wurde jetzt offiziell auf Juni 2022 verschoben. Genauso
wie die Steuerung der Einladung auf mehrsprachige Teams-Besprechungen, so dass wir zusätzlich zu unserer benutzerdefinierten Sprache, sei es jetzt Deutsch oder Englisch, noch darunter eine andere Sprache packen können für anderssprachige Teilnehmer. Auch eine schöne Neuerung, wurde aber ebenfalls verschoben. Das automatische Ablaufdatum für Aufzeichnung sollte ja von 120 Tagen auf 60 Tage verkürzt werden, wurde jetzt auch verschoben, weil Microsoft sich sicher sein möchte, dass nicht eventuell das ein oder andere verloren geht, was für uns User wichtig ist. Also der Hintergrund ist sehr gut und sehr durchdacht. Jede Aufzeichnung, die jetzt demnächst dem Ende zuläuft, wird dann auch ein kleines Banner haben nach dem Motto, wird jetzt demnächst verschwinden. Und für alle diejenigen, die sagen, ja, 30 Tage ist ein bisschen knapp, man kann es auch höher stellen. Automatische Erkennung von Musik. Da hat Microsoft jetzt das Datum komplett weggenommen. Es gibt kein Datum. Microsoft hat nur darauf hingewiesen, dass in den News-Centern demnächst eine Bekanntmachung erscheinen soll, wo dann auch ein neues Datum präsentiert wird. Also Stand heute, wir wissen noch nicht, wann das kommt und müssen leider auch da wieder ein bisschen Geduld mitbringen. Eine Neuerung, LinkedIn-Integration für Microsoft Teams, warte ich auch schon ein bisschen länger drauf. Die ist jetzt komplett von der Roadmap verschwunden. Ich habe nach der Roadmap-ID gesucht, ich habe nichts gefunden, ich habe nach LinkedIn gesucht. Ich habe nichts gefunden, von daher ist das aktuell noch ein Mysterium. Es hat in den Previews eigentlich recht gut funktioniert. Ich war auch mal in einer Besprechung dabei, wo wir das Ganze genutzt haben. Ja, es gab eine etwas größere Zeitverzögerung, aber ansonsten hat das wirklich wunderbar funktioniert. Die App ist aber weder im Store noch in Teams zu finden, auf der Roadmap auch nicht. Müssen wir mal schauen, wann uns Microsoft dort neue Informationen gibt. Oder ob das Thema LinkedIn-Integration jetzt vielleicht komplett vom Tisch ist. Wie gesagt, dazu gibt es keine Informationen. Damit wären wir jetzt durch für den Monat Mai. Ich hoffe, für euch war das ein oder andere dabei. Oder jetzt auch wieder mit den Verschiebungen und Verspätungen, dass ihr dann eventuell auch nochmal besser Bescheid wisst, wann vielleicht eure Wunschfunktion Einzug halten wird oder ob ihr euch da noch eventuell ein wenig gedulden müsst.